gnädiger Herr. Nicht so. Nicht so. Du bist unser Vater. Friedrich Wilhelm Quadflieg, alias Will Quadflieg, stammte aus dem Ruhrpott. Sein Name bedeutet schwarze Spinne und war einst ein Schimpfwort für die spanischen Besatzungssoldaten in den Niederlanden. Quadflieg, 1914 geboren, bewies schon als Kind ein Blitzgedächtnis für Gedichte zu haben, genierte sich aber, diese in Gegenwart anderer aufzusagen. Natürlich waren die Eltern entsetzt, dass ihr ältester Sohn trotz Abitur nur Schauspieler statt Jurist werden wollte. Sie zeigten sich erst versöhnlicher, als die Lehrjahre in Gießen, Gera und Düsseldorf schon bald in die Theatermetropole Berlin führte. Von Heinrich George ans Schillertheater geholt, konnte Quadflieg vom jugendlichen Helden und Liebhaber ins tragische und Charakterfach hineinwachsen. Er, als der südländische Halssporn, findet in dem eher aufrechten, schwärmerischen Horst Kaspar seinen idealen Rollenpaten. Verschwenderisch mit allen Mitteln ausgestattet, musste er noch nach Jahrzehnten später gegen seinen Ruf als Herzensbrecher antreten. Auch vor der Filmkamera half ihm vor allem Heinrich George mit seinen Erfahrungen. Dieser Film erzählt von zwei Schauspielern, für die das Stück Der Richter von Zalamea zur schrecklichen Wirklichkeit wird. Euch allein. Geht, Soldat. Geht auch ihr und bewacht das Haupt. Offen will ich mit dir reden, wie es mir ums Herz ist, ohne doch dabei den Gefühlen in meiner Brust allzu freien Lauf zu lassen, was euch stören könnte. Nein, da habt ihr nichts zu fürchten. Eine Tochter, die Gott segne. Nein. Ist in Tugendzucht. Ist in Tugend, Zucht, Zucht und Sitte aufgewachsen, wie die Mutter, die Gott segne, sie erzog. Dass das Mädchen rein, nein, schön, beweist mir eure Leidenschaft. Ich beweine es. Denn das ist mein ganzes Unglück. Ich schweige, will mich fassen, überwinden. Aber eins, Herr, sei gesagt, alles darf der Mensch der Zeit nicht überlassen wollen. Etwas muss er selbst tun, auszugleichen, was er fehlte. Ihr Gast, schwer gefehlt, würde Schweigen diesen Fehl in meiner Brust bewahren. Wenn ich's könnte, ja, ich kann's nicht. Etwas muss geschehen, Herr. Etwas muss doch geschehen. Etwas muss geschehen. Jetzt. Etwas muss. Jetzt verliere ich die Geduld. Geschehen, nein. Lächerlich, was ihr von Schuld fabelt. Du kennst ja das Telegramm nicht. Pack da mal ein Mann eine Dirne. Nein, Herr von Mann, das ist Brauchsau. Zeigt ihm doch das Telegramm, Kinder. Zeigt ihm doch das. Zeigt ihm doch das Telegramm. Ja, da steht's ja. Tochter gestorben, Pension Waldmühle. Da. Ihr alter törichter Gesell. Na, lies doch. Na, ich unterstehe nicht deinem weißen Aufgericht! Ich flehe dich auf meinen Knien an! Gib mir meine Tochter wieder! Frauen, Kinder, Greise können stets zuletzt nichts tun als brennen! Du will ich auch nicht länger knien. Ein Kind! Ein Kind will ich wieder haben! Deine Tochter! Lass mich los! Hast du alles genommen? Lass mich los! Meine Tochter will ich haben! Hilfe! Durch Klassikerrollen und Truppenbetreuung musste Quadflieg selbst nicht ins Feld ziehen. Den deutschen Nachkriegsfilm prägten andere Gesichter. Quadflieg erhielt zwar einige hochbezahlte Rollen, die jedoch so belanglos waren, dass er sich in den 1950er Jahren ins Theater zurückzog. Ausnahmen waren etliche Theateraufzeichnungen. Am bekanntesten wurde der Faustfilm und vereinzelte Fernsehspiele folgten. Seit 1955 ging Quadflieg regelmäßig auf Tournee. Den Hamlet, Traumrolle aller Schauspieler, konnte Quadflieg gleich 5-mal spielen.
Das ist für mein Gefühl die modernste Figur aus dieser großen, ganzen klassischen Welt. Diese unerhörte Skeptik, dieses Durchschauen der Menschen auf ihre eigentliche Wertigkeit, auf ihre eigentliche Erbärmlichkeit. Wir sind doch von lauter Rosenkranz und Güldensterns umgeben. Überall. Von Ja-Sagern und Nickern und so. Die wenigsten haben doch eher eine Möglichkeit, die Fähigkeit, aus all dem, was die Medien herantragen, in Zeitungen und im Fernsehen und in Nachrichten, etwas zu destillieren, was man eine eigene Meinung nennt. Gewiss, der uns mit solcher Denkkraft schuf, vorauszuschauen und rückwärts, gab uns nicht die Fähigkeit der göttlichen Fond, um ungebraucht in uns zu schimmeln. Nun, sei es Fiesches vergessen oder sei es ein banger Zweifel, welcher zu genau bedenkt den Ausgang. Ein Gedanke, der zerlegt man ihn ein Viertel Weisheit nur und stets drei Viertel Feigheit hat. Ich weiß nicht, weswegen ich noch lebe. Als Schauspieler ohne feste Anstellung begann Quadflieg auch nun selbst zu inszenieren. Von Gründgens hatte er gelernt, wie man ohne Einbußen Regie führen und selbst die Hauptrolle spielen kann. Ein König? Ja. Ihr entzieht euch euren Freunden? Ja, ich vergaß. Staunt über mich nicht, meine würdigen Freunde. Ich habe ein seltsames Übel, das nichts ist für jene, die mich kennen. Wohl an Lieb und Gesundheit träg ich all. Dann setz ich mich. So, meine, voll den Becher. Jetzt trinke ich auf das Wohl der ganzen Tafel und Benkos unseres Freundes, den wir vermissen. Wäre doch hier. Sein Wohlergehen. Nein. Sein Wohlergehen, wie aller, trinke ich ihm und euch. Aus meinen Augen! Lass die Erde nicht verbergen. Maßlos ist dein Gebein, dein Blut ist kalt. Du hast kein Anschauen mehr in diesen Augen, mit denen du verstierst. Quadflieg verstarb 2003 in Niedersachsen. Mir ist ein großer, einziger Schatz entwendet. Die hohe Seele, die sich mir verpfändet, die haben sie mir pfiffig weggepasst. Bei wem soll ich mich nun beklagen? Wer schafft mir mein erworbenes Recht? In deinen alten Tagen. Du hast verdient. Es geht dir grimmig schlecht. Ich habe schimpflich missgehandelt. Ein großer Aufwand schmählich ist vertan. Gemeingelüst, absurde Liebschaft wandelt den ausgepichten Teufel an. Hat mit diesem kindisch tollen Ding der klug Erfahrene sich beschäftigt, so ist fürwahr die Torheit nicht gering, wie seiner sich am Schluss bemächtigt. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als sie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahre rauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheit als alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren. Menschen zu bessern und zu bekehren. Rabut noch Geld, noch Ehre und Herrlichkeit der Welt, es möchte kein Hund so länger leben. Darum habe ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis werde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. O sähst du voller Mondenschein zum letzten Mal.